zu sehen auf Lukas Knopf TV. Yo Leute, was geht ab? Der Frühjahrsputz geht weiter. Wir befinden uns an unserem Airbag, was nach dem Winter wieder ziemlich schick aussieht. In Anführungszeichen, ziemlich viel Dreck drauf, ziemlich viel Schmutz, was dann hier immer so runterläuft über den Winter. Haben jetzt schon hinten den Kercher aufgebaut und machen jetzt gleich sauber. Und wenn wir dann damit fertig sind, fahren wir natürlich. Endlich mal wieder Airbag. Das flache Airbag steht jetzt hier. Und ja, fahren wir eine Runde. Erst machen wir sauber, dann wird gefahren. Los geht's. Hallo. Ist gereinigt. Nicht auf dem letzten Fleck, aber es sieht wieder ziemlich gut aus. Hat eine Weile gedauert. Rückstände bleiben natürlich ein klein wenig, aber Top-Sheet oben und so weiter ist picobello und musste mal gemacht werden. Und jetzt können wir eine Runde schanzen. Und eine Schlange kam raus aus dem Airbag, hat Max gesagt. Ich habe es gar nicht gesehen. Was war das? Ein Blindschleicher oder irgendwas? Ein Tiger kam da raus. Sonst kam ein Hundekampf, aber der ist nicht auf Kamera. Ist heute alles hier passiert. Ging gut, ganz schön weit geflogen und leider durch die Saubermachaktion haben wir das Teil ganz schön nass gemacht. Es hat jetzt ewig gebraucht, ehe es oben war. Und es ist dann auch immer relativ viel Wasser in den Nähten und in dem Ding. Das heißt, es braucht ewig zwischen jeder Fahrt, ehe das wieder oben ist. Ein bisschen nervig, aber Max schiebt schon hoch, der wird auch gleich fahren. Mal gucken, wie lang es noch geht. Ja. Ah. Ich habe ja neue Helme und meine Pads sind noch nicht da. Meine Ersatzpads, die ich mir für die Osmo bestellt habe. Deswegen müssen wir jetzt über den Chesty filmen. Ist aber ins Airbag rein. Gar nicht so geil, habe ich dann lieber immer am Helm. Wir machen ein, zweimal so eine Perspektive. Ich wollte mal wieder einen Flip Super Seater machen, aber habe nicht rangegriffen, habe zu lange überlegt. Cork 7! Das flache Airbag heizen macht mal wieder Spaß und ist auch schon wieder richtig geil. Einfach richtig schöne Sundowner Session. Wahnsinnslicht hier immer in Marino. Und ja, einfach nur geil. Ich habe euch ja im letzten Video oder vor zwei Videos erzählt, dass wir ein Bike Giveaway machen. Ihr könnt einen Rose de Prus 2 gewinnen unter allen, die bei themotionbrand.com bestellen bis zum 18.05. Und ich habe mir jetzt noch was Besonderes überlegt, nämlich ich lade den Gewinner einfach auch noch hierher ein. Der darf mit mir hier einen Tag verbringen an der Dirtwies und auch bei uns in der Halle. Wir fahren zusammen. Ihr könnt natürlich Airbag springen, ihr könnt die große Line springen, wenn ihr es euch zutraut, müsst aber natürlich nicht. Die kleine Line könnt ihr springen. Wir gehen bei uns in der Halle fahren. Ich nehme euch einfach mal einen Tag mit, habe ich mir überlegt, als kleines, als kleinen Zusatz noch. Ihr dürft natürlich auch einen Freund mitbringen, wäre kein Stress. Und ja, bis zum 18.05. bei themotionbrand.com was bestellen, egal wie hoch. Und dann nehmt ihr teil, könnt ein The Prus 2 gewinnen in der Farbe eurer Wahl, in der Größe eurer Wahl und dann könnt ihr auch noch einen Tag bei mir vorbeikommen zum Fahren. Der war besser, hat man gemerkt, aber geht noch mehr auf jeden Fall. Flip Super Seater habe ich ewig nicht gemacht, um ehrlich zu sein, und muss jetzt mal kurz wieder reinkommen. Aber wir machen gleich noch einen. Einfach mal schauen. Ich für mich habe es so rausgefunden, ich muss erst an den Sattel den sicher haben und dann weg. Wenn man den so impulsiv wegschnippen lässt, das Fahrrad, dann haut das auch eher mal ab und man kommt gar nicht mehr an den Sattel ran. Deswegen dauert immer kurz, so eine halbe Sekunde. Wenn man das Rangreifen schneller macht, was ich jetzt versuche, dann kann man den besser wegscratchen sozusagen. Ja.
besser. Aber wir machen mal noch einen, es geht noch besser. Aber es ist immer schön hier, oder, abends? Das ist schon cool, ne? Sonnenuntergang. Session. Schieben wieder hoch. Nächster Trick, Triple Tail Whip. 1, 2, 3 Tail Whips. Hintereinander weg. Ins Airbag. Den letzten sehr gut über den Sprung gemacht, über den Airbag-Sprung bei der Show vom KMC. Und es gibt so Tricks, die sind manchmal über Landungen dann sogar einfacher, wie auf so eine gerade Landung zu springen. Das ist einer davon. Ja. Und Einschläge ins Airbag ist okay, ne, ist schon weich, aber ich bin gerade so ein bisschen mit dem Kopf seitlich da noch so nachgekippt. Manchmal auch gar nicht so geil. Lennox! 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 Das ist Lennox Zimmermann. Spaß. Grüße an Lennox. Der Hund heißt auch Lennox. Das war die Airbag-Session für heute. Hat mega Spaß gemacht. Hat ewig gedauert, das Teil sauber zu machen. Und wie gesagt, wir haben noch ein Problem, dass der... Darf man das sagen? Ich würde gerne manchmal so Witze bringen, einfach. Der braucht Potenzmittel, der Airbag. Aber meine Zielgruppe ist doch recht jung. Deswegen schneid es vielleicht lieber raus, Robert. Das Airbag hat noch ein bisschen Probleme hochzukommen. Wir gehen an den nächsten Spot, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, was passiert. Aber hier ist einfach Cut im Video und gleich gehen wir irgendwo anders hin. Enduro fahren oder was weiß ich. Bis gleich. Und wir sind am nächsten Spot. Gestern Abend sind wir in Marienau Airbag gefahren. Jetzt bin ich in Leipzig an einem Spot, wo ich ewig nicht mehr war. Sind 1, 2, 3, 4 Dirtsprünge hintereinander und dann hier brandneu gebaut ein Kicker, Holzabsprung mit Landung, frisch gemacht, ne? Ja. Und ja, hier fahren wir jetzt eine kleine Session, hab Bock, 5 Sprünge hintereinander, mal was anderes, nicht immer nur Marino, sondern auch mal ein anderer Spot. Ja, wir fahren eine Runde. She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got cheats for them guys, when a baby out of town. Got cheats, got size, funny business on her mind. He's OP to the life, mind a business on my mind. Give a tree top, swinging my V-side, put up a cool. With the party, sipping a coffee, epic up. Ich muss noch mal einen schöneren Dreier No-Hand machen über den vorletzten Sprung, weil ich bin da immer mit dem Kopf oben in den Baumwipfeln. Das hat mich ein bisschen irritiert und war der erste und da ist dann meistens noch mal ein bisschen Potenzial. Machen wir noch mal und hinten, boah, ich weiß gerade noch nicht, entweder mache ich Triple Truck noch mal oder irgendwas anderes. Ich glaube, da wissen wir beide, was du machst, oder? Wer zuckt, der muss. Ja, Mann. Okay, wir fahren mal eine chillige Line auf den Trails, damit ihr die mal durch die Perspektive seht. Jo. Die kann man wunderschön boosten und einfach ein bisschen Spaß haben mit ein paar Whips und ein paar kleineren Tricks. Und ich war hier schon vor 2014, vor 8 Jahren war ich hier oder 9 Jahren war ich hier schon fahren. Einzige was ist, ich habe noch keine neuen Klebepads für die Osmo, für den Helm, deswegen müssen wir alles mit Chesty filmen, aber es ändert sich bald. Aber hoffe, die Ansicht war in Ordnung. Wir haben mal noch mindestens ein mehr aus der Perspektive. Eigentlich hatte ich mir jetzt mit dem jungen Herrn, der dasselbe T-Shirt anhat wie ich, mit Marek aus Leipzig ausgemacht, dass wir hier eine Runde fahren. Jetzt kam ich hier an. Und Marek ist leider die Gabel komplett zerknallt.
Man sieht es hier. Und nichts mehr mit Fahrradfahren. Ja, nicht so cool. Ja. Demzufolge fahre ich jetzt hier allein. Sechen. Ich hatte mega Bock, mit Marek mal eine Runde zu fahren. Marek ist auch im The Motion Brand Team. Den haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen, weil er einfach richtig, richtig geil Fahrrad fährt. Ich schneide euch einfach trotzdem, auch wenn er jetzt nicht fahren kann, mal kurz ein paar Instagram-Clips hier rein, damit ihr das mal seht. Und Marek hat sich jetzt aber bereit erklärt, dass er bei mir mal ein bisschen drauf hält. Ich fahre jetzt leider ein bisschen alleine, aber Marek feuert an und filmt und freue mich trotzdem hier zu sein. Bang. Bang. Marek hat mir mehr oder weniger einen Trick gecallt. Ich habe gerade schon mal den ersten Sprung gedreiert. Und der, also ist kein Stepdown, aber der kommt so einem Stepdown-Sprung in einem Slopestyle-Kurs relativ nah. Und ich habe den vor ein paar Jahren mal getruckt und da meinte Marek heute, dass er das nicht glauben konnte, wo er das gesehen hat. Und deswegen machen wir das nochmal, weil der Sprung ist, musste schon gut drücken, in die Weite ein bisschen ziehen. Machen wir den nochmal und danach, ja, irgendwie trick mal einfach jeden Sprung, danach auch noch Truck und dann eine Trickline. Sind jetzt am Tricksprung, Rindenmulchauflage, Absprung da, Holzkicker, Anfahrt da oben. Gab es den damals schon, wo ich hier war, weiß ich gerade noch nicht. Ich glaube, wir sind den noch nicht gefahren. Ich glaube, hier war aber immer schon wie eine Landung. Ja, das war so ein Erdding. Genau, es war ein Erdabsprung, ja, ne? Und wie so eine kleine Tricksbein so gefühlt. Ja, safe. Anlauf und so weiter ist neu. Ja, machen wir noch ein paar Stunts. Seit Ewigkeiten keinen Superseeder einfach mehr straight gemacht. Also was heißt ewig nicht mehr, letztes auch mal in der Halle, aber ich glaube, wir haben das nicht gefilmt. Sieht ganz gut aus für einen Superseeder. Den machen wir. Willst du auch was machen? Ja. Vielleicht? Ein Truck. Ein Truck? Geht klar, gerne. Truck und Superseeder. Jawohl, Bro. Dreier. Oha, it's on. Spot ist eine 9,9 von 10. Das einzige, man bräuchte jetzt hier, bevor man da kreuzt, einfach noch so eine 5 Meter hohe Quarter. Nee, das wäre natürlich. Das wäre aber geil. Hatten wir ehrlich. Echt? Ja, ja, das. Dann weiß ich das, kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Nein, also wir hatten, bevor wir das jetzt neu gemacht haben, stand da halt so ein Erdding. Ah, okay. Da konntest du richtig gut drehen. Ah, das meinte ich, weil dann kannst du gleich wieder zurück. Und kannst mal noch ein Barspin-Erd, Helvebär, irgend sowas machen. Aber sonst, ey, Line macht mega Spaß, Tricksprung macht Spaß. Nicht zu groß, sondern eben top für so, ja, wo man einige Sachen üben kann, wie zum Beispiel Trucks. Oppo-Truck. Oh. Flipper-Whip. Haben einen Flipper angecheckt. War okay, war noch ein bisschen Platz. So ein bisschen Flipper-Whip jetzt auf den Tricksprung. Also das war schon so ein auf ganz schnell rumkriegen, aber es geht. Aber es war, ich musste schnell machen auf jeden Fall und ich bin auch sehr weit runtergeflogen, ne? Ja. Oder zur Hälfte. Na, eigentlich, es ging. Nein, ja. So weit war es. Ja. Ja, das war's aus Leipzig. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Airbag gefahren, in Leipzig eine Runde gewesen auf den Trails, auf dem Tricksprung. Und ja, denkt dran, ihr könnt ein Bike gewinnen und einen Tag mit mir. motionbrand.com, Link ist unten und hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.